Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin es wieder und begrüße euch wieder herzlich. Plötzlich steht auf dem Busch. In Kingdom Come Deliverance, wir sind hier am Belagerungslager. Gibt es eigentlich dafür ein anderes Wort? Belagerungslager ist doch kein Wort, oder? Na gut, wir sind im Belagerungslager, der Tribok ist fertig. Und wir sollen den jetzt testen, beziehungsweise wir sollen dabei sein, wenn er getestet wird. Ich bin mal gespannt, was sie kaputt schießen wollen mit dem Ding. Da steht das gute Gerät. Ist schon richtig ausgerichtet. Da geht's los. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Sehr schön. Oha. Mal gucken, ob der auch weit genug schießt. Ich bin gespannt, ob man sieht, wie das Ding funktioniert. Da steht die Mannschaft. Ja, und die schießt jetzt einfach so auf das Schloss drauf. Weil zielgenau ist es ja nicht. Lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ich dachte, das soll nur ein Test sein. Das hat nicht gereicht. Alle lachen sich kaputt. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Sie lachen sich kaputt. Ja, interessant. Dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt machen darf. Oh, ein Bote, das heißt nichts Gutes, oder? Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Oha. Geht's eigentlich so ratzig? Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Wer kommt? Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex und Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Shit. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Okay. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen schnell irgendwas machen. Sie hat Pläne geschmiedet. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Krass. Wetter, hier. Frosch. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Was hat das mit dem Regen zu tun? Wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Er vertraut aufs Glück und auf Gott. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Was hat das jetzt mit dem Regen zu tun gehabt? Also wir wollen den Nachschub aufhalten, bevor er überhaupt erst ankommt. Am besten im Hinterhalt. Alles klar. Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Achtung! Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Galitz. Wir brauchen jemanden, ich? Der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Ich? Ja. Nee. Dich, Heinrich. Aber das ist... Das haben wir noch nie gemacht. Ich bin gerade halt ganz bescheiden.
Wahrscheinlich finde ich. Ich will in die Vorhut. Hör mir gut zu, Heinrich. Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und deine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Da bin ich genau der Richtige für, alles klar. Das wollte ich hören. Mein Gott. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai. Oh mein Gott. Na super, jetzt check ich hier fest. Wenn ihr denkt, dass ihr die gesamte Belagerung saufend und würfelnd verbringen würdet, irrt ihr euch gewaltig. Havel Medic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Talmberg stolz sind, Alter, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Darum geht's, die Ziegen. Okay, also das ganze Ding wird jetzt richtig ernst. Oder ist eine Mühle? Jetzt zur Sache. Stellt euch in der Schlucht vor der Brücke nach Rovna auf. Wir lassen sie ausbluten. Er muss ja so optimistisch klingen. Gut, wo müssen wir hin? Wir sollen uns im Wald verstecken und sie dann hinterrücks anfallen. Okay, gib dich zum Schlachtfeld, sobald du bereit bist. Wir wollen sie da vor dem Steinbruch. Habe ich das richtig verstanden? Vor dem Steinbruch wollen wir sie umhauen. Alles klar. Oh mein Gott, ja, das kann ja was werden. Ich würde sagen, wir sind bereit. Nein! Wobei, wir gucken mal kurz noch, ob ich alles durchgeklopft habe, ob alles in Ordnung ist von meinen Sachen. Aber ja. Ah, sehr gut. Ich habe nichts zu kombinieren. Ist kaputt, okay. Schuster-Set. Ach, Schrott. Na gut, ansonsten sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wie sehen meine Sachen aus? Hundskugel, der gehört mir nicht, den brauche ich nicht. 55. Also, so mittelgut. Ja gut, okay. Das meiste ist in Ordnung hier. Ein bisschen was ist halt kaputt hier. Gut, ich würde sagen, das reicht. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt gleich an, die Gaudi, die da abgeht. Mit den Skalitzern. Ich werde natürlich vorher speichern, beziehungsweise ich denke mal, dass das Spiel sowieso speichern wird. Also, das kann ja was werden. Nee. Heinrich zieht in den Krieg schon wieder. Das ist der Diebisch hier. Komm her plötzlich, was machst du denn da? Ja, oder? Diebisch? Hat sich gerade umgezogen, der hatte glaube ich gerade irgendwie so einen braunen Kittel an. Ja. Gut, also warum auch immer er jetzt alleine hier rumreitet. Wir reiten jetzt darüber mit den Skalitzern. Hoffen, dass sie alle ihre Mistgabeln eingepackt haben. Und dann überfallen wir die. Ich weiß jetzt gerade allerdings nicht mehr, wer das war, die wir da überfallen. Ja. Also die kommen natürlich, um dem Istvan da zu helfen. Aber kennen wir den, der da kommt? Wie hast du da gesagt? Ich weiß nicht mehr, Herr Waldorf oder was? Waldberg, keine Ahnung. Ja. Ich weiß ja, wer den kennen. Ist egal, wir werden sehen. Mal gucken, was passiert. Ja. Komm, jetzt gib mal Gas plötzlich, in Gottes Namen. Kann ein bisschen schneller hoppeln hier? Meine Güte. Mir kommt's vor, als wäre sie früher schneller gewesen. Sie wird halt, glaube ich, alt langsam. Jetzt haben wir den Triebock ganz umsonst geworden, brauchen ihn gar nicht hier. Ach! Oh! Bin schon angekommen. Ich dachte gerade, hey, was sitzt der da? Sucht er eine Mitnahme, Mitfahrgelegenheit oder was? Ruhig, Männer. Es regnet, Tatsache. Ich kann mich nicht hinsetzen! Ruhig, ruhig. Ich kann mich nicht hinsetzen! Achso, ich bin schon im Kampf. Scheiße, ich würde mich ja hinsetzen, aber es geht einfach nicht. Noch nicht. Ich sehe mich doch. Bewegen nämlich auch nicht. Ein wenig. Ja, lass sie erstmal vorbeilaufen. Von hinten greife die an. Halt.
Halt! Wir sind zu fünft, wenn ich das... Ah, nee. Wir haben uns erwartet. Erster Trupp zur Brücke. Rechts durch! Vorhut! Nach links! Der Rest kommt mit mir! Wir flankieren diese Bastarde! Okay. Jetzt geht's los! Verteidige die Furcht! Oh Gott, die sind alle gut ausgerüstet. Das sind so viele, mein Gott! Oh. Scheiße, was ist denn? Werde ich verprügelt? Ach komm schon, wer haut auf mich drauf? Das ist ein Stück zurück hier. Es ist blöd, dass Heinrich immer, wenn er angreift, nach vorne geht. So lande ich dann immer irgendwie vor der Linie. So, wollen wir noch einen? Ah, ich sehe nirgends, ich komme nicht da richtig dran hier. Stirb! Stirb! Ah! Ah, oh, verdammt mal! Der ist schon fast tot und ich hab keine Ausdauer mehr. Ach komm schon, stirb einfach. Scheiße. Ah, du Scheiße, Heinrich, du stirbst! Oh mein Gott. Da bin ich hinüber. Oh. Kann er nicht einfach. Oh Gott, jetzt ist er eigentlich endlich hinüber. Ui, ui, ui. Es geht mir nicht besonders gut. Oh, auf, Heinrich! Schon wieder stehe ich ganz vorne. Hoch, 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 wer kommt da, wer kommt da, wer kommt da? Achso, der Dänisch, sie haben es geschafft. Sehr gut. Oh mein Gott, da wird vermöbelt hier. Oh Gott. Wenn der Kampf nicht bald zu Ende ist, bin ich tot. Ach scheiße, jetzt hab ich auf den Falschen drauf geklopft. Fiese Sache, fiese Sache. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Oder? Oh, da ist er. Uff. Geschafft. Okay, die Brücke von Rovna. Ich glaube, wir gewinnen. Hilfe an Hanusch. Ich hoffe, ich kann mich heilen, bevor ich helfen soll. Auf zur Brücke! Okay, guck mal, ich bin gerade im silbernen Kampf, also schauen wir mal. Also, so, die Blutung müsste gestoppt sein. Okay, es steigt. Mal plündern. Okay, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich würde am liebsten noch kurz ein bisschen warten, bis ich gesünder bin, aber ich glaube, das können wir jetzt uns nicht leisten. Wir müssen ja gucken, dass Herr Hanusch überlebt, denke ich mal. Ich will nicht wissen, wie oft ich jetzt schon auf meine eigenen Leute draufgehauen habe. Weg! Oh mein Gott, ist da was los hier. Wir haben heute viele Witwen produziert. Mein Gott. Ja. Wir haben es geschafft. Gleich mal ein bisschen plündern erst. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan? Oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Oha! Oha, eine gute Geisel! Ich kenne ihn. Das ist Erik. Toss Hauptmann und rechte Hand. Oh. Na endlich. Sehr gut. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut.
Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Nein! Nein! Na gut, die Gelegenheit hätte ich auch genutzt. Wenn alle weg sind, mal kurz gucken, ob er den Trebok zerstören kann. Ey, da geht's ja was. Da geht's ja echt die Sache. Ich kann, glaube ich, nicht plündern zwischendrin. Familienbande. So, jetzt. Oder doch? Darf ich nicht. Beeil dich und hilfst den Männern. Gut, Plünder geht nicht. Ich glaube, ich gönne mir mal einen Ringelblumenaufguss. Sicher ist sicher. Oh Gott, das muss, glaube ich, nicht so geil sein, im Laufmarsch mit so einer Rüstung zu rennen. Die wiegt ja auch so einiges. Ich glaube, ich werde nach 10 Metern umfallen und keine Luft mehr kriegen. Na gut, für sowas trainiert ja der Heinrich schon sein ganzes Leben. Irgendwie bin ich immer ein bisschen schneller als alle anderen. Wahrscheinlich, weil ich so wohl genervt bin. Oh Mann. Tja, so war es halt. Jeder haut sich gegenseitig auf den Deckel und am Ende sind alle tot. Der Robert ist höchstpersönlich darüber gewetzt, hat ich Boten geschickt. Das ist der Hammer. Schneller! Schneller, schneller! Und vielleicht kann ich ja schon mal vorreiten und irgendwas verhindern, das Schlimmste oder so. Warum? Verdammt, der Gaul hat mich abgeworfen. Achso. Ich hatte Angst vor den ganzen Männern. Das sieht da eine unsichtbare Barriere aus. Da kommen wir nicht weiter. Jetzt komme ich zu spät zu unserem Meeting. Verdammt! Schnell, Heinrich, hinterher! Die hängen uns ab. Na gut, wäre ein guter Plan gewesen. Hätte ich schon mal gucken können, was los ist. Hätte mich orientieren können. Na gut. Der Regen uns aber was helfen wird. Ich frage mich nur, warum er nach dem Wetter gefragt hat. Oder was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, es wird schönster Sonnenschein. Sie kommen! Hey! Der ist hinüber. Oh, der hat sich die Nase gehalten, ob der das gesehen ist, der Hammer. Oh, das ist, glaube ich, mein eigener. Hauen alle nur noch auf einen. Oh, ist das schrecklich. Schlimm. Oh. Ich hätte es sogar gewollt. Ich hätte gerade Angst, dass die mich vielleicht, dass ich vielleicht Ärger bekomme. Oder ich glaube, es kann nicht gut sein, wenn der Divis stirbt oder der Hanusch da vorne wetzt. Oh mein Gott, ich habe einen goldenen Großkelch gesehen. Unfassbar. So, wo ist der Trebok? Hier, da oben steht er. Ich sehe ihn. Macht ihn nicht kaputt, das hat uns viel Aufwand gekostet. Ihr Schweine! Oh mein Gott. Ich wäre sowas von fertig jetzt hier. Jetzt haben wir sie! Den Berg dann hochgewetzt. Zwischendurch immer noch die Waffe geschwungen. Vorsicht, Anusch! Auf! Bei Gott, habe ich ein Glück. Oh bei Gott, habe ich ein Glück hier. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen eigenen kaputt gehauen. Jo. Ja komm, weiter geht's, oder? Wollen wir weiter? Ist das alle, die noch übrig sind? Oh mein Gott. Gut, weiter geht's. Nochmal den Berg hoch, um Gottes Willen. Das sind meine. Ah, okay, ja gut. Weg! Alter, ich habe schon viele Leute getötet. Unglaublich. Ein heftiges Geschäft ist es hier. Oh, ich habe erhalten 925 Groschen.
775 sozusagen als Wiedergutmachung, dass ich nicht plündern durfte. Sehr gut. Sehr fair, würde ich sagen. Der Triborg muss leben! Es lebe der Triborg! Wir haben es geschafft. Wir haben einige Männer auch von Istvan getötet. Und es haben wir ein Druckmittel gegen ihn. Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Welche und Drohung? Außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Wofür haben wir das Ding gebaut? Ich hätte deine Idee. Namen. Oh Gott. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Ach, das dann ist... werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Ich erinnere mich, den haben wir in Warne gesehen. Wir sollten mit ihm sprechen. Der saß an diesem prunkvollen Schreibtisch da irgendwie und danach wurde ich zusammengeschlagen. Ich erinnere mich, der war das. Genau, jetzt. Okay, Spiel gespeichert. Gut zu wissen. Also, eine Einsatzbesprechung. Im Zelt. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Nur zu. Ich verrate meinen Herrn nicht. Ah, Heinrich, du kommst wie gerufen. Dieser Narr baumelt lieber am Galgen, als den Mund aufzumachen. Du weißt mehr über ihn als wir. Vielleicht bringst du ihn ja dazu zu singen. Puh. Nun denn, Erik. Erik, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Okay. Mit dir vergeude ich nicht länger Zeit. Okay. Na gut, also mit Charisma kommen wir nicht allzu weit. Da stehen wir gleich da. Redekunst ist immer was. Wer ist dieser Toss? Eine Waise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Okay, jetzt würde ich gerne wissen, wer die sich kennen, aber wir machen erstmal die Sachen, die wir wohl schaffen können mit Redekunst. Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch. Okay. Wessen Befehlen gehorcht er? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Okay. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit dieser Drohung und sowas an. Wie viele Männer hat er in der Burg? Woher soll ich das wissen? Ui. Anfangs waren wir fast 70 und nun ist vermutlich nur die Hälfte übrig, wenn überhaupt. Aber immer noch mehr, als diese Burg je beherbergte. Und genug, um sie zu verteidigen. Okay, mal gucken, ob er hier mehr antwortet, weil das sind wir gleich. Wir haben beide 10. Woher kennt ihr euch? Was spielt das für eine Rolle? Sag ich nicht, geht die Geiseln. Pass auf. Toss hat Geiseln in der Burg und wir haben dich. Wie wäre es mit einem Tausch? Hältst du ihn für einen Narren? Glaubst du wirklich, er würde das Einzige aufgeben, das euch davon abhält, anzugreifen? Ja, das glaube ich auch. Dem würde er nie zustimmen. Bete lieber, dass er es tut. Denn falls wir angreifen, bist du wertlos für uns. Was glaubst du, wird wohl aus einem nutzlosen Banditen wie dir werden? Ja, der weiß doch eh, dass er hinüber ist, mit oder? Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Istvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislavitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Okay. Jetzt bin ich neugierig.
Weshalb sollte ihm so viel an dir liegen? Bist du etwa sein Geliebter? Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei. Augenscheinlich okay. Ist der Junge kein gewöhnlicher Halunke und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel, wie uns an seinen Geiseln? Das ist eine gute Frage. Oh, schon wieder Geld. Mein Gott. Ich werde wieder überschüttet gerade. Tja, so ist das Leben als Adeliger anscheinend. Man muss nichts machen und kriegt trotzdem nun, Geld. Divish. Es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Ich werde dir das überlassen, Hanusch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Bring den Gefangenen zum Wehrgang. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die sagen. Und der ist ja verhandelt, der Heißblut. Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig. Doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Nein. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Erik etwas zustößt, soll sich dann jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Was tut ihr leid? Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Erstmal draufgehauen. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihn nicht zu Leide tun, solange wir den da haben. Ja. Naja. Und jetzt? Muss er die Burg doch zu Brei schießen? Ich hoff's. Okay, wir ziehen wieder ab. Tja, mhm. Freunde. Was schlagt ihr vor? Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Ratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na okay. Gut. Was hat er hier zu suchen? Mischen sich die Adligen ein? Er ist Jobst. Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Oh, der hilft uns. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Mist. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Also doch gut für uns. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanusch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Okay. Familienbande, Spiel gespeichert.
Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle auf, machen einen Schnitt. Das bietet sich gerade ganz gut an. Nächstes Mal geht's weiter. Ich bin gespannt, was passiert, wie immer. Und mal gucken. Anscheinend müssen wir uns wieder in die Schlacht stürzen. Ich hatte gehofft, wir sehen ein bisschen, dass das Ding hier wirklich was bringt, weil dafür haben wir es ja schließlich gebaut. Jetzt haben wir nichts gebaut, außer Hühner zu erschrecken. Aber gut, liebe Leute, dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.